Im Jahr 1991 ereignet sich an diesem Weiher im ländlichen Connecticut ein schreckliches Verbrechen. Zwei Jungen werden geschlagen, gefesselt, ins Wasser geworfen und ihrem Schicksal überlassen. Der Weiher ist der einzige Zeuge. Sein Wasser liefert Beweise, die für das bloße Auge nicht zu erkennen sind. Waterford, Connecticut. Der Wasserspiegel der Stadt ist sehr hoch. Zahlreiche Weiher und Seen umgeben die Häuser. Zwei Jungen namens Steven und Bobby gehen zu ihrem Lieblingsplatz, dem Stenger Weiher, fischen. Wenig später nähern sich drei ältere Jungen, die sie nicht kennen. Völlig unerwartet zieht einer von ihnen ein Messer. Die beiden anderen reißen Steven und Bobby zu Boden. Steven versucht sich zu wehren, doch ein Kopftreffer mit einem Baseballschläger nimmt ihm das Bewusstsein. Den Jungen werden Hände und Füße mit einem Klebeband gefesselt. Die Münder werden zugeklebt. Im Weiher erhält Steven weitere Schläge und wird unter Wasser gedrückt. Bobby ergeht es genauso. Zum Glück sieht er den Schlag kommen, taucht unter und stellt sich bewusstlos. Die Angreifer werfen die Angelruten ins Wasser, stehlen die Fahrräder und flüchten. Bobby gelingt es, das Klebeband von Mund, Händen und Füßen abzureißen. Er schwimmt zu Steven und versucht, ihm zu helfen. Steven ist bewusstlos und schwer verletzt. Bobby trägt ihn eine Viertelmeile bis zum nächsten Haus. Eine Anwohnerin bemerkt die Jungen und alarmiert die Rettungskräfte. Oh my God, what happened? Steven wird in die Notaufnahme des Lawrence Memorial Hospital gebracht. Dr. John Urbanetti ist der behandelnde Arzt. Ich habe zwar schon viele Menschen in so einem Zustand gesehen, doch keiner hatte so geringe Überlebenschancen wie er. Der Polizei stellen sich viele Fragen. Wer hat versucht, Steven und Bobby zu töten? Und warum? Detective Donald McCarthy werden die Ermittlungen übertragen. Währenddessen kämpft der 13-jährige Steven ums Überleben. Er hat schwere Kopfverletzungen erlitten. Einer der Ärzte erzählte einem meiner Beamten, dass er noch niemanden gesehen hat, der so schlimm getaucht wurde und dennoch lebt. Stevens Freund Bobby trotzt seinen Verletzungen und hilft. Ich finde die Geistesgegenwart bemerkenswert, sofort zum Freund zu schwimmen und ihn aus dem Wasser zu ziehen. Für mich besteht kein Zweifel, dass der ältere Junge gestorben wäre, hätte Bobby nicht das Klebeband entfernt und ihn aus dem Wasser gezogen. Als sie zur Tür kamen, bemerkte ich, dass er kleiner war als sein Freund und dennoch hat er ihn richtig getragen. Am Stenger Weiher sucht die Polizei nach Hinweisen. Doch es gibt Hindernisse, denn der Tatort ist ein Gewässer. Die Angelrute und die Ausrüstung wurden ins Wasser geworfen, um den Tatort zu säubern und um sie zu verstecken. Weil die Sachen im Wasser waren, finden wir normalerweise keine Fingerabdrücke. Der Baseballschläger wird am Gitter eines nahegelegenen Abwasserkanals gefunden. Er liefert keine Fingerabdrücke.
Und auch Anhaltspunkte wie Haare oder Fasern wurden offensichtlich vom Wasser weggeschwemmt. Die Polizei spricht mit den Anwohnern des Denger Weiher, um zu erfahren, ob sie etwas Ungewöhnliches bemerkt haben. Bei Susan Picardi hat am Tag des Überfalls ein unbekannter Teenager an der Tür geklingelt und um Hilfe gebeten. Als ich die Straße entlang ging, fühlte ich mich plötzlich unwohl. Darf ich hereinkommen und etwas essen? Er sagte, er fühle sich nicht wohl. Er sei Diabetiker und benötige Zucker, Orangensaft, ein Stück Schokolade oder Ähnliches. Er tat mir leid, so lud ich ihn ein. Mrs. Picardi gibt dem jungen Mann ein Glas Orangensaft. Nur wenige Minuten später fühlt er sich besser, bedankt sich und geht. Because I can call a doctor. No, I'm fine. Thanks. Als Mrs. Picardi später duschen will, sieht sie etwas Merkwürdiges in ihrem Badezimmerspiegel. Ich konnte von oben erkennen, was in meinem Hinterhof passierte. Ich sah zwei andere Jugendliche an der Ecke des Hofes, Teenager um die 16. Einen Rothaarigen und einen Afroamerikaner. Zu ihnen stößt der junge Mann, der zuvor bei Mrs. Picardi gewesen ist. Die Jungen haben einen hellgrünen Baseballschläger und Klebebandrollen bei sich. Ich geriet in Panik und wollte verhindern, dass sie mir etwas antun. Also schrie ich aus dem Fenster: Ihr geht besser, denn ihr plant irgendetwas. Wenn ihr irgendwelche Probleme macht, rufe ich die Polizei. Ihr geht besser. Susan Picardi kann eine genaue Beschreibung des Jungen geben, der in ihrem Haus gewesen ist. Mrs. Picardi erzählt uns zwei wichtige Dinge. Das eine, er trug eine Brille, die sie uns beschrieb. Und das andere war eine ungewöhnliche Narbe, eine U-förmige Narbe an seinem rechten Unterarm. Da die Täter zu Fuß waren, überprüft die Polizei die naheliegenden Wohnviertel rund um den Stenger Weiher. Wir haben Polizisten in diese Gegend geschickt, die anhand der Beschreibung des Verdächtigen die Leute in der Nachbarschaft befragten. Im Ergebnis konnten wir den Verdächtigen sofort identifizieren. Der Gesuchte ist der 17-jährige Brian Davis. Er hat die von Susan Picardi beschriebene Narbe. Informanten aus der Nachbarschaft identifizieren seine Freunde, mit denen Davis oft zusammen ist. Einer ist der 17-jährige Christopher Green, der andere ist ein afroamerikanischer Jugendlicher, den wir aus rechtlichen Gründen Jason nennen. Alle drei passen auf die Beschreibung von Susan Picardi, leugnen jedoch, etwas mit dem Angriff zu tun zu haben. In Christopher Greens Haus findet die Polizei ein Messer, das auf Bobbys Beschreibung passt. Und im Keller finden die Ermittler ein paar nasse, schlammige Sportschuhe. Wir haben den Verdächtigen gefragt, warum die Sachen nass sind. Er versuchte es damit zu erklären, dass er durch Schlammpfützen gelaufen sei. Sobald er bemerkte, dass wir seine Aussage anzweifeln, begegnete er uns mit einer aggressiven Verteidigung. Meine Kleidungsstücke sind nass geworden, weil ich in Schlammpfützen gespielt habe. Stammt der Schlamm auf Greens Sportschuhen vom Stenger Weiher? Und wenn ja, wie können die Ermittler das beweisen? Währenddessen liegt der 13-jährige Steven schon seit über einer Woche auf der Intensivstation. Sein Zustand verbessert sich allmählich und die Ärzte finden keinen Hinweis auf bleibende. Glücklicherweise bekam er schnell Hilfe, sodass keine bleibenden Schäden im Gehirn entstanden.
Aber während der Erholungsphase musste er intensiv betreut werden. Die Polizei verhaftet Brian Davis, Christopher Green und Jason. Alle drei leugnen weiterhin, etwas mit dem Überfall zu tun zu haben. Brian Davis und Jason sind nicht vorbestraft. Christopher Green hingegen hat schon mehrere leichte Delikte und kleinere Straftaten begangen. Die Polizei nimmt die Sportschuhe aus Greens Keller mit, weiß jedoch nicht, ob der Schlamm unter den Sohlen Beweise liefern kann. Wir hatten die Schuhe, wussten aber nicht, was wir damit anfangen sollten oder wer uns weiterhelfen könnte. Die Ermittler telefonieren wochenlang im ganzen Land herum, auf der Suche nach jemandem, der helfen könnte. Das FBI verweist sie auf einen Wissenschaftler vom nahegelegenen Connecticut College. Wir haben im ganzen Land gesucht und das Connecticut College ist gerade mal 5 Minuten entfernt. Dr. Peter Sive ist Limnologe und erforscht Binnengewässer und ihre Lebewesen. Der Wasserexperte soll herausfinden, ob der Schlamm von Greens Sportschuhen aus dem Stenger Weiher stammt. Er kratzt den Schlamm von den Schuhen und fügt eine Mischung aus Schwefelsäure und Kaliumdichromat hinzu. Die Lösung trennt den Schmutz von den Lebensformen, die im Wasser existiert haben. Eine Welt, die für das bloße Auge unsichtbar ist. In diesem kleinen Wassertropfen existieren hunderte verschiedener Organismen. Sie kommen in unterschiedlichen Mengen, Formen und Farben vor. Es existiert eine eigene Welt in diesem Wassertropfen. Dr. Sive findet Kieselalgen, winzige, einzellige Organismen. Kieselalgen erscheinen unter dem Mikroskop in einer sehr komplexen Struktur. Für Biologie-Oberrat Dr. Dietrich Inhülsen vom LKA in Hannover können diese mikroskopisch kleinen Wunder wichtige Informationen über Gewässer liefern. Kieselalgen gehören zu den Pflanzen. Sie betreiben Photosynthese und zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine verkieselte Außenstruktur haben. Diese ist widerstandsfähig gegen Säuren und Laugen. Und dementsprechend ist diese Alge ideal für mikroskopische Untersuchungen. Jedes Gewässer beherbergt hunderte, wenn nicht sogar tausende von verschiedensten Kieselalgenarten. Doch können diese Miniaturkunstwerke der Polizei auch als Beweisstücke dienen? Jason, Christopher Green und Brian Davis stehen unter Verdacht, 2 Jungen überfallen zu haben. In Greens Keller hat die Polizei matschige Sportschuhe sichergestellt. Aus dem Matsch haben Wissenschaftler Kieselalgen herausgelöst. Kieselalgen sind kleine, einzellige Pflanzen, die in nahezu jedem Gewässer vorkommen. Besonders auffällig sind ihre außergewöhnlichen Strukturen. Meiner Meinung nach sind Kieselalgen richtige Kunstwerke. Kieselalgen können per Zellteilung gleiche Muster neu erstellen. Und diese Muster sind reich verziert. Sie sehen sehr kunstvoll aus. Kieselalgen haben aufgrund ihrer Quarzoberfläche typische regelmäßige Strukturen. Dazu zählen Gitter, dazu zählen Lochmuster, Querstrebungen und so weiter und sind deswegen mikroskopisch sehr gut zu erkennen. Kieselalgen sind aber nicht nur Kunstwerke, sondern können durch ihr charakteristisches und häufiges Auftreten auch als Beweis dienen. Kieselalgen kommen überwiegend in feuchten Medien vor. Dazu zählen zum einen Süßwasser wie Bäche, Seen, Flüsse und so weiter. Sie erscheinen aber auch im Meerwasser, im Atlantik, in der Nordsee. Sie kommen in Bodenproben vor. Sie werden teilweise auch durch die Luft verbreitet und sind mitunter auch im Trinkwasser nachzuweisen.
Jedes Gewässer hat hunderte, wenn nicht tausende von Kieselalgenarten. Es hängt vom jeweiligen Gewässer ab, welche und wie viele Arten von Kieselalgen darin existieren. Deren Zusammensetzung ist dann aber wie der Fingerabdruck eines Gewässers. Die Population von Kieselalgen ist sehr unterschiedlich. Man kann fast sagen, dass jedes Gewässer eine für sich eigenspezifische Zusammensetzung an Diatomeen, an Kieselalgen hat. Dr. Siver findet sehr viele Kieselalgen der Art Eunotia auf den Sportschuhen. Kennzeichen der Eunotia ist die Halbmondform ihrer Glashülle. An den Sportschuhen des Verdächtigen befinden sich in ungewöhnlich hoher Konzentration drei Arten der Eunotia. Und Dr. Siver findet einen weiteren Hinweis, die sogenannte schuppige Goldalge. Goldalgen sind mit Kieselalgen verwandt, können jedoch selbsttätig schwimmen. Goldalgen gehören zum Plankton des Süßwassers. Es sind sehr kleine Algen, die beweglich sind durch Geißeln. Das sind kleine Flimmerhärchen, die sich an der Außenhaut dieser Algen befinden. In dem Schlamm befindet sich nur eine Goldalgengattung, die Malomonas caudata. Bei der Untersuchung der Wasserproben vom Stenger Weiher findet Dr. Siver eine hohe Konzentration an Eunotia und dieselbe Goldalgenart. Der mikroskopische Fingerabdruck vom Stenger Weiher stimmt mit der Probe von Christopher Greens Sportschuhen überein. Das ist der Durchbruch, auf den die Polizei gehofft hat. Wir haben herausgefunden, dass es immer einen Wissenschaftler gibt, der helfen kann, auch wenn es vielleicht verrückt klingt. Und wenn du etwas schaffen möchtest, gibt es immer jemanden, der dir zuhört. Christopher Green, Brian Davis und Jason werden verhaftet und des Überfalls und versuchten Mordes angeklagt. Ich glaube, das Beweismaterial in diesem Fall war überwältigend. Die Kieselalgen, die Beweise aus dem Weiher waren einfach beeindruckend. Ich glaube, das haben auch die Verteidiger erkannt. Die Ermittlungen haben ergeben, dass sich Schlamm an Christopher Greens Schuhen festsetzte, als er zu seinem Opfer ins Wasser stieg. Dieser Matsch enthält Kieselalgen, den mikroskopisch kleinen Fingerabdruck vom Stenger Weiher und bringen Christopher Green eindeutig mit dem Tatort in Verbindung. Für mich war das einzigartig und ungewöhnlich, denn so etwas liest man normalerweise nicht in Lehrbüchern. Obwohl die Fahrräder von Steven und Bobby gestohlen wurden, glauben die Staatsanwälte nicht an Raub als Motiv. Ich bin überzeugt, dass die drei Jungs sich eine Aufgabe gestellt hatten. Das Verhör nach ihrer Verhaftung ergab, dass sie jemanden umbringen wollten. Kein Zweifel. Die Polizei glaubt, dass eigentlich Susan Picardi das anvisierte Opfer gewesen ist. Brian Davis ist kein Diabetiker, wie behauptet. Er benutzte diesen Vorwand nur, um ins Haus zu gelangen. Das spätere Treffen im Hinterhof diente womöglich der Planung eines Überfalls. Meine Alarmglocke ging an, als ich die zwei Jungen in der Ecke meines Hofes sah. Ich konnte mir denken, was passiert, und war gewarnt. Nach dem Blick in den Spiegel ruft Susan Picardi die Polizei. Oft denkt sie an den Tag zurück, wie knapp sie einer großen Gefahr entkommen ist. Man kann es als sechsten Sinn bezeichnen. Der Spiegel war in der richtigen Position und auch die Jungs waren es. Es war sozusagen vorherbestimmt, dass ich sie sehe und anhand ihrer Körpersprache verstehe, dass etwas nicht in Ordnung ist. Die Polizei stellt fest, dass Christopher Green, der als einziger eine kriminelle Vergangenheit besitzt, die Überfälle geplant hat. Christopher Green
Christopher Green war wahrscheinlich der Drahtzieher. Er hat den Schläger und das Klebeband mitgebracht. Er hat die beiden Opfer geschlagen. Und er war derjenige, der die Anweisungen gegeben hat. Brian Davis und Christopher Green werden nach Erwachsenenstrafrecht zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt. Ihr 16-jähriger Komplize Jason hat das Verbrechen zwei Wochen vor seinem 17. Geburtstag begangen. Das Jugendgericht macht ihm den Prozess und verurteilt ihn zu einer Haftstrafe in einer Anstalt für junge Rechtsbrecher. Er ist inzwischen entlassen. Die mikroskopisch kleinen Kieselalgen von Christopher Greens Sportschuhen in ihrer prachtvollen Erscheinung brachten den entscheidenden Hinweis auf die Täter. Für die Polizei von Waterford, aber auch weltweit, wurde dieser Fall zum Präzedenzfall. Zum ersten Mal wurde Beweismaterial aus einem Gewässer benutzt, nämlich Kieselalgen, um einen Verdächtigen mit dem Tatort zu verknüpfen. Wir fanden heraus, dass dies noch nie zuvor genutzt wurde. Schön, dass man es dennoch versucht hat. Das war der Schlüssel für uns. Kurz nach diesem Fall haben die Behörden in der Schweiz den Mord eines Jungen mit Hilfe von Kieselalgen gelöst. Der Junge wurde ertränkt. Die Kieselalgenart in der Lunge des Opfers wurde später auf dem Gaspedal im Auto des Verdächtigen gefunden. Beide Fälle wurden gelöst, weil Polizisten den Verdacht hatten, dass Schlamm unter einem Schuh Verdächtige mit einem Verbrechen in Verbindung bringen kann. Ich wünsche mir, dass sich auch altmodische und harte Polizisten nicht zufrieden geben, sondern die Wissenschaft nutzen, die einem zur Verfügung steht. Sonst können wir gleich aufgeben. Viele Ideen von McCarthy fanden wir ungewöhnlich. Doch in 9 von 10 Fällen hatte er recht. Eigentlich zu 99,8%. Kieselalgen brachten die Ermittler auf die Spur der Täter. Das Motiv der drei bleibt aber weiter unklar. Als zwei junge Frauen einem seltsamen Geräusch außerhalb ihres Hauses nachgehen, wird eine mit Waffengewalt entführt. Doch das Opfer weiß, dass es Spuren am Auto ihres Entführers hinterlassen muss. Die zurückgelassenen Spuren und die Erinnerung an Details führt die Polizei direkt vor die Haustür des Täters. Die Gemeinde Jackson liegt nördlich von Canton, Ohio. In der Gegend wohnen viele wohlhabende Leute. Der größte Teil der Region ist jedoch nicht erschlossen, vor allem entlang des Erie-Kanals. Es gibt viel Vieh in der Gegend. Wir werden oft gerufen, wenn Kühe oder anderes Vieh auf der Straße ist. Die Familie McKernan wohnt nur 2 Häuserblöcke vom Kanal entfernt. Die 18-jährige Stephanie McKernan wohnt mit ihrem Ehemann Jamie und seiner 18-jährigen Schwester Megan zusammen. Sechster Mai 2000, Samstagnacht. Stephanie und Megan werden unterwegs von 2 Männern in einem Pickup-Truck angesprochen. Einer fragte, ob wir Singles wären und wie alt wir sind. Wir sagten beide, dass wir nicht zu haben sind. Die Männer sind höflich und fahren weiter, als sie abgewiesen werden. Ein paar Stunden später, die beiden Frauen sind zu Hause, hören sie von draußen ein merkwürdiges Geräusch. Megan schnappt sich eine Taschenlampe, Stephanie eine Sprühdose. Beide gehen raus, um nachzusehen. Sie treffen auf einen Mann mit einem Gewehr.
Er gibt sich als Polizist aus und fordert die Mädchen auf, in seinen Pickup zu steigen. Und wir sagten nein. Dann richtete er das Gewehr auf unsere Gesichter und fragte mehrmals, wollt ihr sterben? Im folgenden Handgemenge schlägt der Mann Stephanie mit seinem Gewehr. Mit der Taschenlampe wehrt Megan sich und schlägt sie dem Angreifer ins Gesicht. Daraufhin nimmt der Täter Megan, schleppt sie in seinen Pickup-Truck und entführt sie. Als Stephanie zu Bewusstsein kommt, ruft sie die Polizei. Mein Gott, sie ist weg! Megan! Ich muss meinen Mann holen, ihren Bruder! Haben Sie das Nummernschild gesehen? Nein, ich weiß aber, der Pickup-Truck hatte ein Verdeck. Ich glaube, es war blau. Als die Polizei kommt, ist Stephanie hysterisch und nicht in der Lage, viel über den Tathergang zu erzählen. Die Beamten sind skeptisch, da die McKernans schon oft Probleme mit der Polizei hatten. Sie rasen ständig mit ihren Motorrädern die Straßen auf und ab. Die haben immer Party. Es ist immer was los. Ständig müssen wir herkommen. Es musste mehr dahinter stecken. Doch am Tatort gibt es Beweise, die Stephanies Geschichte bestätigen. Die Beamten finden Megans Sweatshirt, Sandalen und Zubehör von einem Gewehr. Und sie entdecken Schuhabdrücke, die vom vermeintlichen Angreifer stammen können. Am Ende der Auffahrt entdeckt die Polizei Reifenspuren und in der Nähe der Straße einen violetten Handschuh und einen Eiskratzer. Ich war besorgt. Ich kannte Megan und ihre Familie. Ich fürchtete, dass wir sie irgendwo treibend im Wasser finden. Und je länger wir warteten, desto eher würden meine Befürchtungen eintreten. In den nächsten Stunden suchen Megans Familie und die Polizei alle Straßen und Parkplätze von Jackson ab. Doch Megan ist nirgends zu finden. Es war offensichtlich jemand, den Megan nicht kannte, der ihr nicht vertraut war. Eine ernste Sache. Während Ermittler Megans Familie und Freunde verhören, bewacht ein Beamter den Tatort. Plötzlich sieht er, wie eine Frau auf ihn zuläuft. Es ist Megan McKernan. Ihre ersten Worte waren, ich wurde vergewaltigt. Trotz der Misshandlungen hat Megan Glück, denn sie hat die zweistündige Qual überlebt. Eine Stunde zuvor haben wir sie im Straßengraben gesucht und plötzlich rannte sie auf mich zu. Ein glücklicher Moment. Megan kommt ins nächste Krankenhaus, in dem Spezialisten Vergewaltigungsopfer behandeln und vorhandenes Beweismaterial sichern. Krankenschwestern sammeln Spuren und dokumentieren sie. Auch die blutbefleckten Kleidungsstücke werden gesichert. Die Polizei fotografiert die Kratzer in Megans Gesicht sowie auf ihrem Rücken und auf den Armen. Sie hat alles getan, um zu überleben. Und das ist eine besondere Leistung. Megan erzählt der Polizei, dass der Täter nach Boyd's Corner gefahren sei, eine abgelegene Stelle circa 5 Meilen von ihrem Haus entfernt. Dort habe er sie im Truck missbraucht. Ich habe versucht, ihn herunterzustoßen, aber er hielt mit einem Arm meine Hände fest. Mit seinem anderen Arm stützte er sich auf den Sitz. Er sagte, er wolle ein Mädchen wie mich. Er wolle ein Mädchen wie mich heiraten und ich sei hübsch und es täte ihm leid, mich geschlagen zu haben. Megan bittet den Mann, sie gehen zu lassen. Er sagte, er wolle mich nicht ohne Schuhe gehen lassen und es sei zu weit bis nach Hause. Stattdessen bietet er ihr an, sie nach Hause zu fahren.
Sie hat ihm den besseren Weg zurückgezeigt. Es gab zwei Möglichkeiten und sie sagte, fahr nicht da lang, fahr diesen Weg, er ist schneller. In der Nähe des Hauses lässt er Megan gehen. Das Mädchen kann sich an viele Details des Täters und seines Pickup-Trucks erinnern. Sie sagt aus, der Truck sei ein blauer Chevy S10 mit einem dunklen Heckaufbau gewesen. Am Rückspiegel habe ein Duftspender in Form der Comicfigur Tweety gehangen. Das Interieur sei schlammig gewesen und die Sitzbank habe Löcher gehabt. Megan erinnert sich, am Truck Halt gesucht zu haben, um sich gegen ihren Angreifer zu wehren. Sie wollte unbedingt eine Art Visitenkarte hinterlassen, um zu beweisen, dass sie dort gewesen ist und sich der Vorfall ereignet hat, auch wenn sie nicht überlebt. Zudem vermutet Megan eine Delle am Heck des Fahrzeugs. Als wir fuhren, drehte er und fuhr rückwärts gegen eine Leitplanke. Megan beschreibt den Täter als einen stämmigen, blonden Mann mit stechend blauen Augen, ungefähr 1,90 Meter groß. Zwischen seinen Augenbrauen sei ein Kratzer, verursacht durch Megans Schlag mit der Taschenlampe. Sie hielt ihre Augen offen, sah ihm ins Gesicht und auf den Körper. So konnte sie Stellen beschreiben, die ein Fremder normalerweise nicht kennen kann. Spurensicherer vermessen und fotografieren die Schuh- und Reifenabdrücke vor dem Haus der McKernans. Die meisten Schuhabdrücke stammen von den Hausbewohnern. Doch es gibt auch nicht identifizierte Abdrücke, die vermutlich vom Täter sind. In Boyd's Corner findet die Polizei weitere Reifenabdrücke sowie Kratzspuren an einer Leitplanke. Boyd's Corner ist eine abgeschiedene Gegend an einer verlassenen Straße, die in eine Sackgasse führt. Da Boyd's Corner als Treffpunkt für Teenager gilt, vermutet die Polizei, dass der Täter die Gegend kennt. Und der Gebrauch einer Waffe weist in diesem Fall auf einen erfahrenen Täter hin. Wir wollten sicherstellen, dass die Person kein weiteres Opfer mehr überfällt. Also sorgten wir dafür, dass die Gemeinde informiert wurde. Die Polizei bittet die Gemeinde um Mithilfe. Drei Tage nach dem Überfall erscheint ein Zeitungsartikel mit der Täter- und Fahrzeugbeschreibung, verbunden mit einem Aufruf an die Bevölkerung. Noch am selben Tag erhält die Polizei einen anonymen Anruf. Ein anonymer Anrufer verrät der Polizei, wo sie einen Pickup-Truck finden kann, der auf die Beschreibung aus der Zeitung passt. Wir fuhren zu der Adresse, da stand das Fahrzeug und passte perfekt auf die Beschreibung. Ein blauer Chevy-Truck mit schwarzem Heckaufbau. Das Fahrzeug gehört Douglas Bailey. Doch die Polizei steht vor zwei Problemen. Erstens, die Beschreibung des Opfers passt nicht auf Bailey. Und zweitens, hat er keinen Kratzer auf der Stirn. Doch dann entdecken die Beamten den Tweety-Duftspender am Rückspiegel. Und hinter dem Vordersitz befindet sich ein Gewehr, das der Beschreibung des Mädchens entspricht. Spurensicherer suchen am Truck nach Fingerabdrücken und finden welche an der Beifahrertür.
Fingerabdrücke sichern gehört zur kriminalistischen Routinearbeit. Horst Scharfscheer besitzt langjährige Erfahrung durch seine Tätigkeit beim Erkennungsdienst der Kripo Köln. Das Charakteristische an den Fingerabdrücken ist nun einmal die Einmaligkeit und die natürliche Unveränderlichkeit. Und das ist das etwas Außergewöhnliches. Einmalig, weil jeder Mensch, egal welcher Couleur, selbst auch eineigige Zwillinge, unterschiedliche Papillarleisten Muster haben. Zum Sichtbarmachen der Fingerabdrücke wird Abdruckpulver aufgetragen. Mit einer Klebefolie wird der Abdruck danach für die Auswertung gesichert. Im Entführungsfall Megan sicherten die Ermittler verwischte Abdrücke, die Rückschlüsse auf ein gewalttätiges Entstehen der Abdrücke zulassen. Solche Wischspuren, solche ziehenden Spuren von Fingern deuten darauf hin, dass man, also kann doch möglich sein, im speziellen Falle, dass man sich festhält und dann mit Gewalt weitergezogen wird. Die Ermittler überprüfen die vom Auto genommenen Fingerabdrücke mit denen von Megan und müssen dabei auf viele Details achten. Eine Fingerspur weist natürlich Papillarleistengebilde auf. Dieses Bild wird klassifiziert. Es gibt unterschiedliche Muster, wie ein Schleifenmuster, Bogenmuster, Wirbel, U-Muster. So kann man schon eine Fingerspur unterteilen, klassifizieren. Die Auswertung ergibt, dass Megans Fingerabdrücke die gleichen Muster aufweisen wie die gefundenen Abdrücke auf dem Truck. Diese Fingerabdrücke sind von Megan McKernans rechtem Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und kleinem Finger. Zusätzlich beschlagnahmt die Polizei ein paar Stiefel. Eine Überprüfung soll ergeben, ob von ihnen die Schuhabdrücke am Tatort stammen. Individuelle Merkmale, eine Schuhsohle, kommen einmal durch die Abnutzungserscheinungen vor, dann durch die Gangart, Fehlverhalten beim Gehen, dass man also rechts mehr auftritt oder nach innen geht, dass man mit der Zehe, mit dem Vorderfuß aufkommt oder mit der Ferse, auch schlürfendes Gehen, das macht sich alles bemerkbar oder sichtbar auf dem Originalschuh, den man dann jetzt wieder vergleichen kann mit. Auch Reifen haben unterschiedliche Merkmale. Ein Vergleich der Reifenabdrücke vom Tatort mit denen von Baileys Truck bringt erneut eine Übereinstimmung. Am Tatort wurde ein Handschuh hinterlassen. Das Gegenstück dazu war im Wagen. Der Truck gehört Douglas Bailey, die Schuhe aber nicht. Sie gehören seinem 28-jährigen Sohn Craig, der erst kürzlich aus dem Gefängnis entlassen wurde. Er hatte wegen Einbruch eine Gefängnisstrafe von 25 Jahren bekommen, wovon er 7 Jahre verbüßt hat. Douglas Bailey ist keineswegs überrascht, dass sein Sohn erneut in Schwierigkeiten steckt. Craig Bailey nimmt am Treffen der anonymen Alkoholiker teil. Jemand kam zu uns und sagte, übrigens, Craig ist bei der Selbsthilfegruppe, da könnt ihr ihn kriegen. Und dort findet ihn die Polizei auch. Wortlos drehte er sich um und legte seine Hände auf den Rücken. Wir legten ihm Handschellen an und nahmen ihn mit. Er sagte nichts und fragte auch nicht, warum wir ihn festnehmen. Ich glaube, so verhält sich nur jemand, der ein Verbrechen begangen hat und schuldig ist.
Nur wenig später findet die Polizei heraus, dass Craigs Vater der anonyme Anrufer gewesen ist. Megans Beschreibung vom Täter passt genau auf Craig Bailey. Sogar der sichelförmige Einschnitt zwischen den Augenbrauen stimmt. Megan wählte Craig Bailey aus einer Bilderreihe von 6 Personen. Sie identifizierte den Täter ohne Zögern. Craig Bailey erzählt der Polizei, dass er und sein Vater unterwegs ins Kino waren, als sie Megan und Stephanie trafen. Später lässt er seinen Vater zu Hause aussteigen und sagt, dass er noch ein paar Freunde treffen wolle. Doug Bailey wusste nicht, dass sein Sohn zum Haus der Mädchen fahren wollte. Obwohl es überzeugende Beweise gegen Craig Bailey gibt, lehnt er eine Verfahrensabsprache ab und bekennt sich in der Voruntersuchung nicht schuldig. Die Staatsanwaltschaft arbeitet derweil daran, die Anklage gegen Bailey zu festigen. Gerichtsmediziner untersuchen die kurz nach Megans Vergewaltigung gesicherten Spuren mit einer Chemikalie namens Brentimin. Solche Substanzen werden eingesetzt, um das Vorhandensein von verwertbaren Spuren nachzuweisen. Carsten Proff ist Experte für DNA-Untersuchungen am Institut für Rechtsmedizin in Köln. Es handelt sich dabei um eine spezifische Nachweissubstanz, mit der man biologische Inhaltsstoffe in Spermasekret nachweisen kann. Bringt man diese Substanz mit Sperma oder Spermaspuren in Verbindung, gibt es dabei eine Farbreaktion. In diesem Fall ist es zum Beispiel violett. Der Nachweis gelingt. Mit einer weiteren Substanz testen die Wissenschaftler das Vorkommen von Speichel. Mit dieser Nachweissubstanz ist man in der Lage, ein spezifisches Enzym in dem Speichel nachzuweisen. Es handelt sich dabei um die Amylase, die normalerweise bei der Verdauung dazu benutzt wird, Stärke zu spalten. Auch hier, wenn man hier diese Substanz auf den Speichel auftritt, gibt es eine Farbreaktion. Die Probe verfärbt sich dunkelblau. Der Beweis, dass Speichel vorhanden ist. Diese Proben werden einem DQ-Alpha-DNA-Test unterzogen. Teststreifen analysieren 6 spezifische Stellen auf dem DNA-Strang. Craig Baileys DNA stimmt mit der des Samens und des Speichels von Megans Vergewaltigung überein. Nur einer von 3000 Menschen hat dieses DNA-Profil. Vorausgesetzt, alle Personen sind kaukasischer Rasse. Und zuletzt stimmt auch ein Blutfleck aus Baileys Truck mit Megans DNA überein. Es gab einen Berg an Beweisen, die zeigen und auch belegen, dass er den Überfall, die Entführung und auch die Vergewaltigung begangen hat. Megans Blut im Truck sowie ihre verwischten Fingerabdrücke beweisen den Geschworenen, dass sie mit Gewalt gezwungen wurde, in den Wagen einzusteigen. Das forensische Beweismaterial war das i-Tüpfelchen. Es gelang somit, den Verdächtigen mit Tatort und Opfer in Verbindung zu bringen. Craig Bailey wird wegen Entführung, Vergewaltigung und verbrecherischen Überfalls angeklagt. Er wird zu einer Gefängnisstrafe von 46 Jahren verurteilt. Da Bailey während des Verbrechens auf Bewährung war, enthält die Strafe 18 Jahre des vorangegangenen Vergehens. Er zeigte keine Verärgerung und keine Ungläubigkeit. Ich glaube, wenn er rauskommt, ist er ungefähr 81 Jahre alt. Wenn Megan nicht gewesen wäre, hätte es kein Urteil gegeben. Ein ehrgeiziger Anwalt hätte den Fall anders aufgezogen und das Verbrechen in Frage gestellt. Vielleicht hatte Megan ihn gebeten, zurückzukommen. Da hätten die Geschworenen schon ihre Zweifel bekommen. Aber mit ihrer Artikulation, ihrer Überzeugungskraft und ihrem Überlebenswillen hat sie den Fall entschieden. Hey, girl.
Die Ermittler loben Megan McKernans schnelle Auffassungsgabe und ihr erstaunliches Erinnerungsvermögen. Lasst alles zurück, was möglich ist. Zerrissene Kleidungsstücke, Haare, Fingernägel. Verlasst nie den Tatort, ohne etwas zu hinterlassen. Denn falls wir was finden, ist es vielleicht das, was ihr zurückgelassen habt.